Und wir sind zurück im FIFA Ultimate Team Let's Play. Letzter Spieltag, dritte Liga, 3 Punkte fehlen zum Aufstieg. Und den wollen wir hier erreichen. Mit aller Macht wollen wir in diesem Spiel den Aufstieg schaffen. Und deswegen suchen wir uns einen Gegner, der uns hoffentlich auch gewähren lässt. Beziehungsweise den wir so bespielen müssen, dass er gar keine Chance hat. Das dauert ganz schön lange hier. Und wir haben einen gefunden. Benfica Wappen, Benfica Logo und Emirates Stadium. Somers BFC, ohne Manager, ein englisches Team, ein schnelles englisches Team. Mangala noch aus Portugal mit dabei vom FC Porto, ansonsten nur BPL-Spieler. Wie eigentlich schon fast die ganze Saison Gegner aus der Barclays Premier League. Und da geht der Walcott gleich mal tief. Oh, warum geht Schwein nicht hin? Da geht Willian. Flanke kommt, da ist aber Dante. Torres auf Willian, der setzt sich durch, wieder die Flanke, ist klar. Aber Alaba ist da. Groß mit dem Fehler, Torres dazwischen, Ramirez, aber Martinez. Oh, mit Glück kommt der Ball dazu, Thomas Müller. Mandzukic auf Schweinsteiger, der ist durch. Schweinsteiger, Loris. Da kommt Müller, es gibt... Was gibt's? Abstoß, weil Müller noch am Ball war. Es ist unglaublich. Leighton Baines. Ja, Paulinho gut im Zusammenspiel mit Ramirez da. Aber Schweinsteiger ist schneller. Und Kroos bleibt hängen an Ramirez. Und er spielt hinten rum, sehr überraschend eigentlich. Dass mal ein Gegner hier ruhig spielt und hinten rum spielt. Oh, fast der Fehler. Aber da ist der Fehler denn in der nächsten Situation. Torres. Dass er ihn oben schickt, war klar. Und der Schuss geht nicht rein. Dante mit dem Fastfehler. Toni Kroos. Und da ist Alaba. Und kann das Spiel ein bisschen öffnen. Oh, zu spät. Gestartet von Alaba, der fast da ist gegen Kyle Walker. Müller muss jetzt hier auf die Außen, muss hinterher. Paulinho will da Willian schicken, aber Philipp Lahm ist halt Philipp Lahm. Überragender Fußballer, Verteidiger. Boateng mit dem Fehler, aber zum Glück kann der Gegner hier nicht schnell genug umschalten. Mario Mandzukic. Geht jetzt mal selber hier ins Dribbling. Schweinsteiger, Martinez, Kroos. Mangala dazwischen. Schweinsteiger kann den Ball rausbringen auf Thomas Müller, der sich durchsetzen kann. Müller mit links, Loris. Aber Shaqiri mit dem Fehlpass. Schweinsteiger da mit dem Kopf, Mangala. Alaba muss jetzt hier hin. Hat die Kugel ganz souverän und dreht sich auf. Legt sich hierbei aber eigentlich zu weit vor, Glück. Und Shaqiri, am ersten ist er vorbei. Wo bleibt die Hilfe? Keine Hilfe da. Und Walker kann den Ball hinten rausspielen, Mangala. Attackiert von Kroos, Willian von Müller, aber nicht gut genug. Es geht tief, es geht natürlich tief, ist klar. Auf Paulinho, der kann schießen, das wissen wir, Neuer. Martinez dazwischen. Shaqiri mit dem Fehlpass. Ramirez auf Wilshere. Wieder Ramirez. Schweinsteiger muss jetzt hier vor. Schweinsteiger ist im ersten Moment da und Torres kommt aus dem Abseits. Oh Mann. Bisschen Dreieckspiel mit dem Torhüter und den beiden Innenverteidigern. Ey, das ist ein Foul an Dante. Das war Catchen. Das war doch kein Fußball. Ramirez tief auf 4 Walcott, aber Alaba ganz souverän. Und Shaqiri wird den Einwurf raus. Gegen Kyle Walker, dem schnellen Rechtsverteidiger von den Tottenham Hotspurs. Kroos kann sich gegen Walcott nicht durchsetzen, aber Martinez ist da. Mandzukic steht da im Abseits, das kann gar nicht sein.
Oh, doch einen Schritt zu tief gestanden in des Gegners Raum. Schweinsteiger ist da gegen Ramirez. Schickt der Mann zu Gage, aber Mangala passt auf. Da wollte er eigentlich die Außen zumachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt, was pfeift er jetzt? Abseits auf der Gegenseite. Groß auf Schweinsteiger. Torres ist dazwischen, Schweinsteiger kann die Situation aber nochmal klären. Schweinsteiger jetzt über Müller. Über die rechte Angriffsseite. Schweinsteiger muss immer gehen, aber geht nicht schnell genug in den Raum. Martinez dazwischen. Und jetzt geht Philipp Lahm. Lahm verliert den Ball an Willian. Und es geht natürlich tief und schnell über Paulinho. Lahm kann zum Einwurf klären. Es war klar, über außen, gleich kommt die Flanke auf Torres, Dante muss hin. Mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Und da ist Toni Kroos. Toni Kroos, kann er schießen? Nein, Koscielny dazwischen. Und Mangala schlägt die Kugel hier hinten raus, aber genau in die Füße von Müller, schwacher Ball. Alaba ist dazwischen, Shaqiri muss hin, Shaqiri ist da. Und Toni Kroos würde ich nicht unbedingt schießen lassen, aber da fehlt der Anlauf bei ihm jetzt für einen gefährlichen Schuss. Ja, Schweini muss hin gegen Paulinho und ist da, der erfahrene deutsche Nationalspieler. Und Welcott macht das gut. Jetzt muss Kroos hin, die Flanke kommt, die Flanke ist nicht schlecht, aber Jerome Boateng kann sich da im Luftduell durchsetzen. Shaqiri hat jetzt mal ein bisschen Raum, der Ball auf Müller ist gut, aber der Schuss ist schwach und der geht in Seiten aus. Eckfahren, Ziel schießen, besser hätte der Spruch gar nicht passen können eigentlich. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er. Shaqiri gegen Ramirez kann sich nicht durchsetzen. Alaba muss aber hin und klärt. Ah, Willian vor Schweinsteiger. Und es geht tief, aber es ist Halbzeit 0-0. Wir kommen nicht wirklich durch gegen seine Defensive. Hier ist Schweinsteiger einmal durch. Aber sonst ist alles vernagelt da eigentlich. Ah, wenn da Müller nicht sogar im Abseits gestanden hätte. Jetzt muss ich aufpassen auf der anderen Seite. Ist Willian frei? Lahm ist dazwischen. Wird zurückgepfiffen. Das gibt es nicht. Und es geht natürlich tief. Und die Flanke kommt. Neuer muss hin. Neuer ist mit der Faust da. Shaqiri löst das ganz gut. Walker mit dem harten Einstein gegen Kroos. Aber wir müssen jetzt hier mehr machen. Mehr vorne, mehr Drucksituation entwickeln. Schweinsteiger mit dem Fehler, Paulinho. Aber abseits gepfiffen gegen den Zehner, gegen Fernando Torres. Ja, Müller hat eigentlich eine gute Idee, kommt aber nicht an, der Pass jetzt Mandzukic. Oh, da sind sie dazwischen, das gibt es nicht und es gibt Freistoß nach Foul von Toni Kroos. Ganz eindeutig, der Angriff galt mehr dem Gegner als dem Ball, da gibt es überhaupt keinen Grund für Diskussion. Der Angriff galt eigentlich nur dem Ball. Muss Boateng hinter Paulinho hinterher. Oh, Boateng lässt sich da ausnehmen. Dante muss hoch, Dante ist da.
Oh, was macht denn Schweini da? Geht dem Ball nicht entgegen. Wilshere dazwischen. Jetzt müssen wir mal Druck machen. Und der Ball geht über die Außen. Jerome Boateng kommt am Walcott nicht ran. Die Flanke kommt. Torres, Pfosten. Glück. Das war mehr Glück als Verstand. Oh, Müller zu langsam, um hier sich gegen Willian durchzusetzen. Hat die Kugel auch nochmal. Schweinsteiger gegen Willian. Aber Ramirez ist dazwischen, das Schweinsteiger wieder da. Oh nein, spielt doch Thomas Müller an. Er spielt nicht dahin, wo er hin soll. Vor allem, wo Platz ist. Oh, Mandzukic wäre fast da gewesen. Jetzt versucht das hier mit Direktpassspiel mir schwierig zu machen, an den Ball zu kommen. Gleich geht's tief. Abseits. Abseitssituation. Davon viel Walcott oder Kyle Walker. Ich weiß nicht genau, wer es war. Auf jeden Fall war es abseits. Dante, Alaba, Boateng. Jetzt auf Philipp Lahm. Der Schweinsteiger, der kommt nicht an die Kugel ran. Jetzt muss Lahm hinterher gegen Willian. Javi Martinez ist im Zentrum da und spielt den schwerwiegenden Fehlpass. Aber Schweinsteiger auf Müller. Der geht da vorbei am ersten. Und schickt dann Mario Mandzukic. Der wird doch gefoult. Koscielny ohne Chance da an den Ball zu kommen. Und Lahm jetzt auf Müller. Oh, da kontrollierte die Kugel nicht. Oh, da war er doch dran. Das gibt es nicht. Warum? Fragt mich nicht, warum er da nicht hingeht. Fernando Torres. Alaba ist da. Schweini mit dem Fehler. Oh, das gibt's nicht. Fio Walcott, der kann aber zum Glück nicht schießen. Müsste es noch Gelb für den Gegner geben. Und es gibt Gelb für Paulinho. Welche Minute denn? Steht gar nicht da. Wie spät haben wir es? 15 Minuten sind noch zu gehen. Und jetzt geht Bastian Schweinsteiger. Wir schießen einfach mal. Loris ist dran und es gibt wieder nur einen Wurf. Kann doch mal zur Ecke gehen, der Scheißball da. Ist mir jetzt scheißegal, wie ich die Tore erziele. Hauptsache rein. Oh, Thomas Müller reagiert gar nicht. Willian auf Paulinho, gleich geht's tief auf Torres. Boateng gegen Torres. Und Boateng kann sich durchsetzen. Oh, Schweinsteiger fast mit dem Fehler. Mandzukic auf Schweinsteiger. Und der jetzt mit dem guten Ball auf Thomas Müller. Geh doch mal. Warum brechen denn die immer ab zu laufen hier? Das ist doch unglaublich. Groß. Auf Lahm, warum startet er nicht durch? Die Bayern haben gerade das 3-0 gemacht. Und wir wollen hier jetzt auch mal das 1-0 machen. Da sind wir dort. Das gibt es nicht. Es ist einfach unmöglich. Und Lahm ist da vor Willian. Wo sind denn meine Stürmer? Es ist doch unglaublich. Es startet keiner vorne rein, obwohl ich den Pass immer spiele, wie man das machen soll. Lahm bedrängt hier Willian. Und kann zum Einwurf klären. Nur zum Einwurf. Ich will wechseln. Ich will nochmal umstellen. Ah, Paulinho kann sich durchsetzen. Flanke kommt. Dante ist da.
Komm schon, Thomas. Und Thomas macht das gut, Müller. Auf Schweinsteiger, nimmt ihn direkt und verzieht deutlich. Natürlich sind wir mit dem Unentschieden zufrieden. Wir brauchen hier den verdammten Sieg zum Aufstieg. Und jetzt Müller. Im Zusammenspiel mit Schweinsteiger, Müller auf Mandzukic. Der kommt nicht zum Schuss, Kai Walker. Und er pfeift die Partie ab. Wir spielen 0:0 und verbleiben in der dritten Liga. Mann. Weil wir einfach zu blind waren vorne und nicht die klaren Torchancen herausspielen konnten, bleiben wir hier in der dritten Liga. Da sehen wir, zwei Punkte fehlen. 6200 Münzen trösten mich hier absolut überhaupt nicht. Großer, großer Mist. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und das wird entweder die Mannschaftsvorstellung sein oder das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die zweite Liga. Einfach aus dem Grund, weil ich es jetzt endlich packen will, hier aufzusteigen. Ich werde jetzt durchspielen und auch heute noch die Folge hoffentlich aufnehmen können. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer DKHLP.